Okay, ich habe auch nicht mehr viel. Da kommt noch einer, Vorsicht. Ich glaube, wir sollten mal wieder nach Hause gehen. Ja. Wo mag das sein? Einfach dem Weg hier folgen. Aua! Ich blinke einer auf dich. Ja, ich habe nicht mehr viel Leben. Warte, ich hau mal schnell Medizin rein. Okay, mir geht's wieder besser. Also gleich, hoffe ich. Aber wir sollten nach Hause. So, und hier geht's zu unserer Bude weg. Ah ja, du bist hier bei mir. Ja, so in der Dunkelheit mag ich dann doch nicht im Wald unterwegs sein. Nee. Der Wald ist ein gefährlicher Ort. Ein Ort der Mythen. So. Jetzt baue ich nochmal die letzten 5 Meter. Ach so, wir können ja. Warte, ich grill nochmal schnell was. Oh Gott, oh Gott. Das eine Bett ist ein bisschen zu nah an der Wand. Da ja? Kann ich keine Bänder als Wand hinlegen. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Ich esse jetzt noch mal schnell was und dann. Das können wir ja noch mal zum Not bauen wir es noch mal um. Boah, mega gut einfach. Esse ich jetzt hier mal, warte mal kurz, hier nochmal schnell einen Schluck trinken. Oh, herrlich. Da gehen keine Bretter hin, sagst du? Ja, direkt vor dem Bett habe ich es gerade versucht, da zeigt er mir dann unten nicht dieses Platzieren. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir folgendes. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Ich speichere mal. Und jetzt versuch dich da mal. Achso, platzier das mal hier an die Decke. Decke? Mhm. Oh, ich sehe überhaupt warte. Nichts. Jetzt? Ah, mit zwei Feuerzeugen geht's einigermaßen. Ah, mhm. Ich sehe wo ganze Stämme, ja? Ja, ja, die zerteilt er dann. Ah, das schaut so gut aus, wenn er das macht. Ist irgendwo ein Teil rausgefallen, warte, ich hol das mal. Cool. Ja, dass er die automatisch spaltet und reinhaut. Ist ja, ja, geil, ne? So, pass auf. Das ist sehr schön. Zabbis, leg dich mal auf dein Bettchen. Dann. Sofort. Ich leg mich mal hin. Eins von zwei. Ah! Ah ja, okay. Eins von zwei, okay. Wenn du dich jetzt auch hinlegen willst, dann müsst zwei von zwei anzeigen und dann überspringen wir hoffentlich die Nacht. Und sind wieder erholt und frisch. Yes! Ja. Und? Ja! Mega gut einfach! Oh, hallo, erst mal was trinken gehen. So. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich sag, können wir das noch, ja. Bitte mal fest, bei diesem Spiel vergeht die Zeit auch recht schnell. Ja, voll, ne? Ah, ich habe eine Idee, was ich bauen wollte. Alter, wie gut das einfach aussieht, wenn du in einem Haus stehst und rausschaust. Also, es schaut so phänomenal aus. Wirklich schön. Ich baue jetzt so ein Pflanzgefäß mal.
Okay, was kann ich da rein? Lachsbeersamen? Heilblattsamen. Ey, ich habe unseren eigenen Blaubeerstrauch mal hier gezuchtet. Ja, super geil. Und jetzt baue ich ein Vogelhäuschen erstmal. Dann kriegen wir hoffentlich Feders. Kevin braucht eine Pause. Nee, der arbeitet wie ein Tier. Das muss gut sein, ja. So, wir haben ein Vogelhäuschen. Da kriegen wir jetzt Federn. Das heißt, wir können demnächst Pfeile bauen. Hier folgendes noch, und zwar, ich schlage jetzt hier mal ein Fenster rein. Oh nein, das ist das Vogelhäuschen! Aber da können wir direkt aufs Vogelhäuschen zugreifen. Das ist doch praktisch. Das ist echt gut, ja. Und wir können da trotzdem rausschauen. Okay. Ich habe eine Idee, was ich mit den ganzen Stämmen mache, die wir so haben. Die wir für sonst nichts verwenden können, weil sie nur halb hoch sind. Automatisch die Stämme spaltet und irgendwo einbaut. Geil, ne? Das ist einfach, schaut cool aus einfach. Oh, da ist die Schnecke mit dem durchsichtigen Badeanzug und den vielen langen Beinen. Ah, okay. Was macht sie da so? Rumhopsen? Es sieht so ein bisschen nach Ausdruckstanz aus, oder? Vielleicht lernt sie für ihr Namentanz in der Waldorfschule oder. Ich weiß nicht. Das würde einiges erklären. Er hat wahrscheinlich einen total komplizierten Namen, für den man einfach drei Beine braucht. Zum Buchstabieren. Ja. Halbe Stämme können für Feuerholz gehackt werden. Aber ich kann das nicht hacken, oder? Nicht sicher, ob das funktioniert. Vorsicht, Baum fällt.
Mit dem Bogen ist Zielen ziemlich schwer. Ja, okay. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall interessiert und gespannt. Bogen ist, klingt für mich nach einem guten Ding. Oh, könnte funktionieren. So. Die Frage ist, wollen wir hier hinten auch zumachen? Hey, wir haben eine Feder gekriegt. Yes! Ich baue da gleich noch ein zweites nebendran. Pfeile für uns. Ach, was? Ja, ja. Und die Pfeile sind ja wiederverwertbar, habe ich gelesen. Die haben uns erstaunlich lang bis jetzt in Ruhe gelassen, fällt mir gerade so auf. Ich nehme an, es hilft, dass du das halbe Dorf gekillt hast. Vielleicht. Ja, Knubbel? Hm? Ja, ja, hier. Knubbelchen tanzt hier so wieder den Dreibeintanz. Feuerholz hier. Kann ich das jetzt da reinwerfen? Brennt nicht, oder? Hm. Indianerzwerg. Hey. Was denn? Blueberries haben also die interessante Eigenschaft, dass im Grunde genommen die Animation zum Essen schon länger dauert als... Ja, ich sag ja, du kannst pausenlos das Zeug reinspachteln und es hilft einfach nichts. Das ist zur Lüge, versuche ich erst gar nicht. Ja gut, also unser Haus ist dicht genug, nein. Was hast du denn da vor an der Seite, wo jetzt noch offen ist? Treppenhaus. Oder so halt, irgendwie in die Richtung halt. Die Stellen am Dach, die noch offen sind, sind die geplant offen oder soll ich die mal schließen? Die kannst du alle, also alles Dach, was jetzt bis jetzt da ist, können wir eigentlich schließen. Sehr gut, mach ich. Ist zu. Bitte? Dach ist zusagen. Ah, sehr gut. Jetzt habe ich nur noch leichte Unsicherheiten, wie es weitergeht bei der offenen Wand. Ich nehme an, die soll ich offen lassen, oder? Ja, erstmal zumindest noch. Boden reinlegen davor. Entschuldigung, was? Ja, davor hier ist so, da könnte Boden nennen. Gesundheit. Danke. Soll ja Boden nennen? Ja, der Boden, also hier, der Boden, da kannst du schon mal Boden reintun, genau.
Oh, Mensch, mein Gehirn ist gerade. Huch. Ist rausgenießt? Ja, ja, voll. Ja, die Helen Flugmühe. Wobei ich damit eigentlich normalerweise gar keine Probleme habe, ne? Ja, es war ein enorm milder Winter und gerade die aggressiven Flugmühe, so Erlen und sowas, die schmeißen im Moment Pollen wie bekloppt. Das ist genug, dass auch Leute, die keine Allergie haben, es dieses Jahr merken. Uff. Kann ich das da reinlegen? Oder muss das alles raus dann? Boden reinlegen da? Warte noch kurz. Ich versuche gerade was auszuprobieren. Oh, ich habe mega Hunger. Warte mal kurz, ich muss was essen schnell. Um mein Bett zu versetzen, müsste ich es wahrscheinlich einfach mit der Axt weghacken und neu bauen, oder? Nee, C lange gedrückt halten. Ist bei mir. Muss schnell was essen und ich bin so müde schon wieder. Was macht die C-Taste bei dir sonst? Abreißen. Das ist reine Taste zum Abreißen. Oh, jetzt geht's mir besser. Ja, super. Dismantle schön den Boden unterm Bett, aber das Bett kriege ich nicht. Das kann ich nicht bauen, so. Das hier nicht reingebaut. Dann müssen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Platz einplanen. Ich kann das nicht. Das Manteln ist ja fies. Warte mal, dafür brauche ich doch jetzt. Moment, stopp. Das ist doch perfekt. Dafür brauche ich das Ding. Ganz, da brauchen wir noch einen. Oder warte mal, kann ich das vielleicht doch machen? Nee. Wenn du das gerne auf dieselbe Höhe hättest wie das andere, dann habe ich tatsächlich einen Tipp für dich. Ja? Du musst keine Stempel setzen. Nee? Nee. Oh, warte mal, wir kriegen Besuch. Haust du ab? Jo, schick. Ich würde das gerade gerne bauen. Ich verstehe gerade noch nicht ganz, was du bauen wirst. Ich wollte eigentlich das gleiche, was ich. Also ich brauche eine Schräge, damit ich ein Treppenhaus bauen kann. Und ich weiß aber nicht. Also es geht zumindest. Du brauchst gespaltene Dinge. Weil ich kann das hochsetzen, schau. Aber ich krieg da keine Schräge rein, wo ich eine Treppe hochbauen kann. Oder sowas. Ich glaube, das geht nicht. Doch, irgendwie geht das schon, aber ich weiß. Das Problem war, ich krieg das.
Nee, das war also falsch. Ich weiß, wie man die Treppe baut, aber... So müsste es eigentlich sein. Und jetzt bräuchte ich auf der anderen Seite das auch, aber da kann ich es nicht reinbauen. Das genau, nimmt er das nicht. Das ist der Punkt, weswegen ich vermute, dass das so... eventuell nicht ganz klappen wird. Wow, 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 wir haben im Haus, im Haus, im Haus. Au! Hier wird nicht rumgeheult. Mann. Da können wir das auch nicht machen. Eine Idee noch. Das geht aber nicht, weil hier oben der Trägerbalken fehlt. Jetzt müsste es gehen. Jetzt geht's, okay. Na ja, gut. Dann könnten wir es vielleicht andersrum bauen, aber da brauchen wir ein bisschen Platz dafür. Nee, das wollte ich nicht. Das hält, das geht jetzt und das stabilisiert auch auf die gleiche Höhe. Das da. Zu dem da. Das macht er jetzt auch. Okay, jetzt wird's spannend, okay? Du bist blutverschmiert. Ja, Entschuldigung. Hey. Oh, da ist schon wieder jemand. Ja, und der greift die Schnecke an. Das ist nicht okay. Ja. Wirst du wohl unsere Dreibeinschnecke in Ruhe lassen? Ey, Leute, was ist hier los? Ah! Okay! Das ist ja geil. Wenn das nicht hinhaut, ja, dann halbiert ihr den Stamm genauso, dass es hinhaut. Ich hab's gerade bei dir im Stream gesehen und war erstaunt. Ich bin völlig baff von dem Bausystem. Das macht mich fix und alle. Ich sag's dir, wie es ist. So, und jetzt können wir auch das bauen, was ich eigentlich bauen wollte. So will ich das. So, und wenn ich das jetzt hier nehme. Zappes! Ich bin der König der Welt! Das ist ja mal unfassbar großartig. Ein bisschen schade finde ich es, dass es per Definition eine Außentreppe sein muss. Weil nee, wir keine nee, Hand an dieser Treppe. Doch, geht. Das geht jetzt, glaube ich, warte. Da bin ich mal gespannt. Moment. Bierentchen, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier. Hi. Also das geht, glaube ich, schon. Jetzt warte mal. Kriege ich das hier auch hin? Ja, ich kann es reinbauen. Jetzt geht's.
können übrigens das Bett nicht dismanteln und auch nicht mit der Axt draufhauen. Ich vermute, das liegt daran, dass du das gebaut hast. Nee, warte, ohne. Weil ich finde es etwas unbefriedigend, dass es da so den Nebenraum blockieren drin steht. Ich habe gerade den Boden versehentlich rausgehauen bei der Aktion. Genau dasselbe ist mir vorhin auch passiert. Aber ich kriege nicht mehr wieder rein. Ja, da musst du, glaube ich, die Seitenteile auch wieder raushauen und eine neue Planke ransetzen. Jetzt habe ich es weggekriegt. Schau mal, ob ich das wieder reinsetzen kann. Ja. Nee. Ja doch. Ja nein. Ja nein. Aber jetzt, das kriegen wir schon hin. So. Treppe ist fertig. Ja, ich hab Durst, warte mal, ich muss was trinken, ey. Wir müssen noch mal, glaube ich, noch mal jagen gehen. Ich bin gerade auf der Suche nach Eichhörnchen oder Hasen oder was auch immer, aber irgendwie habe ich kein Glück mit denen. Ah, ich kann Pfeile machen, glaube ich. Das könnte unter Umständen extrem hilfreich sein. Ich habe auf jeden Fall einige gerade gebaut. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich, aber einige waren's. Sehe ich die Pfeile? Oh, ich habe noch so einen Beutel, den muss ich noch aufmachen. Oh, was war da drin? Stoff ist war drin, okay. Eine Auster. Gourmet, du. Doch, ich kann die essen. Die hat auch gar nicht mal was gebracht. Keine Zitrone dazu hattest. Na. Sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich. Wo sind denn jetzt die Pfeile? Ich habe auf jeden Fall Pfeile, aber ich weiß nicht, wie viele. Ja. Sehe ich die irgendwo?